Na, können wir hier rein vielleicht? Nein, nur zum Gucken. Hier rein vielleicht? Nee. Wir haben ja auch keinen Enterhaken wie in Dying Light. Was natürlich schade ist. Haben wir den Kartenrand erreicht? Noch nicht, aber ich würde mir das da hinten gerne angucken. Vergiss es, Schlange! Aber ich glaube, ich sollte mein Auto mitnehmen, wenn's zu haarig wird. Das steht noch bei der Hütte da, ne? Ja, ich hole es mal eben. 3, 2, 1. Und wenn wir schon mal hier sind, dann gönnen wir uns natürlich erstmal ein paar Gratisdosen und ein Schlückchen aus der Flasche. Ja, die haben wir uns nämlich verdient, die Flasche. Wer weiß, was da drin ist. Dem Artyom, dem traue ich alles zu. Und vielleicht lassen wir es ganz kurz mal wieder Sonnenaufgang werden. So ganz frisch, nicht, dass wir wieder irgendwie nachts unterwegs sind. Oh weia, jetzt sind Leute hier. Das ist ja fast wie bei Dark Souls. Wenn man da rastet, kommen ja die Gegner auch wieder. Oh, oh, oh. Oh, oh, jetzt brenne ich auch. Aber falls wir Energie verlieren, dann können wir ja gleich noch ein Schlückchen aus der Flasche nehmen, oder? Das reicht doch hoffentlich, oder? Ey, das reicht nicht. Ha. Ha, 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 ha. Eine Sekunde bitte, eine Sekunde. Das wollen wir doch mal sehen, ne? Du kannst mich ruhig blutig machen, wenn du willst. Alter Schwede, waren das nur zwei? Das ist nicht so eine coole Schlaflocation, aber jetzt haben wir es hinter uns. Das Schlimmste. Aber ich habe immer noch keine doppelläufige Schrotflinte. Schande. Oh, 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 nice. Sofort tauschen, bitte. Die andere bitte genau vermengen. Ich will meine doppelläufige Schrotflinte wieder haben. Die Aschott. Und die möchte ich natürlich tunen. Auf jeden Fall. Zwei Medikits in Ordnung. Brandmuni können wir leider ohne Werkbank nicht herstellen. Aschott. Tuning to the max. Das geht schon, das geht schon. Da bitte das Holovisier. Zack. Und einen Laser. Grüner Laser, bitte. Können wir dich auch modeln? Also, ja doch, modeln. Kann man sagen, oder? Ich bin gerade so einfach über die Lippen gekommen. Hier hätten wir noch Schwererschaft. Für mehr Stabilität. Na klar, da sage ich nicht nein, ne? Geiles Pumpsystem. Wir bleiben beim Holovisier. Ja, Holovisier. Und das mittlere Magazin. Und einen Laser. Okay, wir können. Aschott ist durchgeladen. Ist Pumpi aufgeladen? Jupp, wir müssen nur die Muni wieder weg. Warte mal, hey, du sollst Pumpi aufladen. Wenn das nicht der Fall ist. Schön. Let's do this. In die Richtung wollten wir. Das hätte wirklich schief gehen können. Und ich hoffe mal, also wir haben ja eine abgekriegt gehabt, aber ich hoffe mal ganz inständig, dass die Energie, die nicht zum Bluten führt, dass die sich automatisch wieder heilt. Oh, da ist einer! Neue Freunde im Ölfell. Kaboom! Schön. Sauber. Scheibenwischer an. Ist leider nicht vorhanden. Können wir vielleicht später upgraden oder so. So, wir wollten hier hoch. Ich wollte einfach nur mein Auto in der Nähe haben, falls es jetzt zu haarig wird. Erstmal gucken. Erstmal kurz hier den Eingang checken. Ist hier was zum Mitnehmen vielleicht? Ach, die Aschott-Mensch. Die kann das regeln. Ach. Eine neue Notiz. Hier ist aber nichts, ne? Mm-mm. Sklaventransporter. Auch wenn sie nicht die hellsten sind, ihr dürft diese Hillbillies nicht versklaven. Da habe ich was dagegen. Kommen wir durch? Nee, ne? Wobei, vielleicht sieht das Spiel das ja ein bisschen anders. Oh! Euch habe ich ja komplett übersehen. Das waren die Hillbillies, die nicht arbeiten wollten. Schande, Mensch. Wow. Arbeitsamt 2.0. Krass. Also die haben keine Gnade verdient, die Raider. Kommen wir hier rein. Ganz langsam vielleicht. Nein, nein, okay.
nicht kaputt machen. Was ist denn das für ein Zettel hier? Das sieht aus wie so eine plattgedrückte Pillenbox. Also so eine, so ein Pillenkarton. Psch, vorsichtig. Nee, da ist niemand. Oh oh. Doch, hier ist einer. Aber das sag ich dir erst später. Oh, come on. Echt jetzt, Leo? Was war denn das? Das üben wir nochmal. Ja, ich habe in letzter Zeit zu wenig präzisionsabfragende Shooter gespielt. Ist mal wieder Zeit für ein Röntchen Division. Vielleicht mit der nächsten Season. Und das, haben das alle mitbekommen? Oh, Schande. Ja, die erschotten, ne? Auch wenn der erste Schuss nicht gesessen hat. Hunde? Das ist ein Hund. Es tut mir so leid, Hund. Schande. Oh Gott, oh Gott. Na los, komm her. Du Töle, du. Böser Hund, sitz! Übel. Oh, die haben sogar Geschirre angehabt, oder? Naja, ein Geschirr jeweils. Krass. Meine Güte, aber wir bluten nicht. Pumpi kurz aufladen. Wie lange Zeit ist dafür? Nope. Es könnten sich ja noch welche hier irgendwo verstecken. Wo ist er? Wo ist er, der Hund? Wir sind versteckt. Also nicht der richtige Hund, aber ihr wisst schon. Wo ist er hin? Psst. Das ist ein... Na, Feuer aus. Das ist ein Traumfänger. Den möchte ich mir nicht entgehen lassen. Oh. Der ist bestimmt irgendwo hier oben. Und hat den High Ground. Nein! Ich bleib weiter versteckt. Willst du, dass ich das gleiche mit dir wie mit den Hunden mache? Ist da drin noch was? Ah, okay. Psch. Fokus. Fallen. Schön die Augen aufhalten. Und gucken, ob ihr irgendwo... What? Kommen die jetzt von der anderen Seite? Von wo kam das jetzt? Ich hab doch schon ein Surround-Headset. Ah! Hunde. Ah! Wow! Noch ein Hund. Okay, komm her. Sanitäter. Einen Tierarzt! Wow! Mist! Okay, ist noch verschmerzbar. Die kamen von da, ne? Kann ich mein Auto wechseln? Oh, oh, was ist das? Das will ich haben. Das ist meins jetzt, ja? Sanitäter. Wow. Oben? Ich sehe ihn nicht. Von wo? Come on. Direkt über mir, wa? Da oben, ich sehe ihn. Alles cool, mein Freund. Bist du das? Gut, nice. Ich glaube, das waren alle hier vorne zumindest. Die Knarre, die ist es. Aber hier ist noch einer. Oh, Elefantenbüchse. Habe ich die Nase voll von. Aber ich brauche die Teile. Kram. Ah! Da ist er, ne? Na? Wo ist er? Kommt gleich wieder raus, ne? Schlecht gezielt. Aber ich will nicht getroffen werden. Das könnte der letzte Schuss sein, den wir hier vertragen. Kopf oder Zahl. Scheiße. Lade nach. Geht doch. Meine Güte. Pumpi, du bist es. Pumpi dürfen wir nicht weglegen. No way. Nicht vergessen, höchster Schwierigkeitsgrad und so. Aber... Ich bin auch nicht in Topform, muss ich zugeben. Ich bin ganz schön aus der Form geraten. So, da ist jetzt ein Auto. Oh, können wir das nehmen? Das wär's doch. Ist hier noch einer? Bitte? Oh ja! Uns fehlt nur ein Schlüssel. Vielleicht.
Eventuell klappt das. Einfach mal das Auto wechseln. Warum nicht? So, jetzt ist die große, alles entscheidende Frage. Wollen wir das LMG aufgeben? Das ist auch sehr langsam, ne? Ja, ist sehr langsam, was die Anlaufzeit angeht. Zeig mal her. Ist ja quasi so eine kleine Flotte Infiltrator-MP. Haben wir zufällig dafür ein paar Bauteile? Das wäre nicht schlecht. Oh ja, Schwererschaft und Griff. Ist stabiler sogar. Natürlich, keine Frage. Mit Schalldämpfer. Flup, 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 flup. Ja, machen wir. Immer mit Schalldämpfer. Aber nicht Nachtsicht. No way. Holovisier. Ein dickes Magazin. Wir haben das kleine Magazin, oder? Das Magazin. Laser. Schön. Von jetzt an wird alles anders. Flup, 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 flup. Ist aber Sturmgewehrmuni, ne? Hier ist noch irgendwo was. Wahrscheinlich oben. Na klar, der Typ da, ne? Oh, stopp. Da wird schon wieder gebrüllt. Komm raus, die Hände hinterm Kopf. Das könnte ich auch so zu dir sagen. Oder der piept hier, ist auch möglich. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, was meine Morde heute angeht. Aber das kennt bestimmt jeder mal. Na, da ist er, da ist er. Zwei Stück noch. Die muss ich schön sneaky um die Ecke bringen. Jetzt. Ach komm, musstest du gleich wieder umdrehen, du Lump, du. Schande, 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 Schande. Come on, come on. Nein, nein. Okay. Das verblutet, sehr schön. Wie realistisch. Okay, alles klar. Er ist soweit geklärt. Und ein Glück eilt uns unser mörderischer Ruf. Der Ruf ohne Gnade. Hier nicht voraus. Ansonsten würden die wahrscheinlich recht flott wieder aufstehen. Nicht schießen, ja. Okay. Mhm, alles klar. Wo bist du denn? Wo bist du denn, Mann? Nicht schießen, mhm. Natürlich nicht, aber zeig dich doch erstmal. Was meint ihr? Greifen die irgendwann wieder an? Oder kann ich jetzt hier schon mal ein bisschen looten? Also erlebt habe ich selber noch nicht, dass ein, naja, jemand, der die weiße Flagge schon gehisst hat, sich es nochmal anders überlegt. Wo ist er denn? Na, wo hast du dich versteckt? Okay, dann machen wir erstmal klar. Schiff, der hätte sicherlich schon lange geschossen. Doch hier. Achso, Lampe. Okay. Hier unten ist alles mehr oder weniger clean. Pumpi aufladen. Ja, leider hatte Pumpi hier nicht die Reichweite, die ich ihm zugetraut hätte. Am nächsten Mal müssen wir ein Stückchen näher ran. Höhle, checken wir gleich. Na, wo ist denn der Typ? Der weiße Flaggehisser. Zack, zack, zack. Oh, neues Visier. Sehr schön. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Licht wieder aus. Wir wollen hier nicht unnötig irgendwelche Energien verschwenden. Ist da drin was? Nope. Aber da hinten bestimmt. Wenn wir da hochklettern. Atium, nicht so schnell, ne? Nicht, dass du es wieder übertreibst. Was war das? Was war das? Oh mein Gott. Hat er sich's anders überlegt? Ich glaube, das war ein Soundbug, oder? Da konnte ich gerade nichts mitnehmen. Der ist einfach so umgefallen.
Das hat gerade ein bisschen getäuscht. Oh, ja, ja, gratis Heilung. Yay, ein Glück habe ich gewartet. Und eine neue Maske geht gleich los. Geht gleich wieder rund an der Werkbank. Nice. So, wir brauchen definitiv ein drittes Medikit. Wobei, ein drittes erst nachdem wir unsere Waffen geputzt haben. Sieht aber noch alles ganz in Ordnung aus. Schön. Brandmuni vielleicht. Warte mal, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ach so, alles klar. Ich verstehe. Ja, Brandmuni natürlich wieder für Pumpi. Ist okay, dafür opfere ich gerne meine Chemikalien. Aha, hier könnten wir wechseln. Verstärkter Helm gegen Panzerglas. Das Design der Sichtgläser sorgt für mehr Widerstandskraft. Sie sind weniger zerbrechlich. Naja, gut. Uns ist bisher eher weniger. Also die Maske irgendwo eingerissen. Wir hätten hier mehr, nee, weniger Körperschutz. Ich bleib beim verstärkten Helm fürs Erste. Elektrische Ausrüstung, extra helle Taschenlampe. Die normale Glühbirne ist hier durch eine Halogenlampe ersetzt. Der große Vorteil liegt in einem sehr hellen Lichtstrahl, während gleichzeitig aber auch mehr Strom verbraucht wird. Aber ich würde es gerne schon ausprobieren, ne? Dann pumpen wir halt ein bisschen mehr. Und hier könnten wir jetzt wechseln zum Bewegungsmelder. Dieses hochentwickelte Gerät nutzt mehrere Detektoren und fortgeschrittene Computeralgorithmen. Ach, guck mal einer an. Algorithmen also. Um feindliche Einheiten zu erkennen, die sich bewegen. Zur effektiven Nutzung ist jedoch etwas Übung erforderlich. Jetzt so richtig mit Richtungsangabe und so? Ja, also der Metalldetektor, ich meine, wir looten okay, gründlich, 75%, ne? Das schaffen wir schon. Also können wir ruhig mal den Bewegungsmelder ausprobieren. Und dann wären wir quasi hier auch schon fertig, ne? Vielleicht noch ein bisschen Filterzeit. Wer weiß, was kommt. 5 Minuten sind da, nicht viel. Und dann sind unsere Chemikalien auch schon wieder alle. Atjom, du hast es mal wieder geschafft. Ein Schlückchen Wasser, bitte. Schlurfi, schlurf, schlurf. Und dann kann es ja auch schon in die Höhle gehen, theoretisch. Darunter springen ist gefährlich, aber machbar. Atjom hat dazugelernt. Vielleicht hat er ein paar neue Einlagen in den Schuhen. Dämpfende Einlagen, damit er sich hier nicht so oft das Knöchelchen bricht. Okay, pscht, extrem helle Lampe erfordert einen vollen Akku. Wir gehen da rein mit unserer neuen schallgedämpften MP. Naja, so viel heller ist die jetzt auch nicht, oder? Der Bereich ist ein bisschen größer. Oh, wen haben wir denn hier? Nee, dann nehme ich Pumpi. Pumpi, Pumpi, Pumpi! Fluppdiwupp. Oh, so eine Schlange gibt's wirklich, ne? Mit so einem Knochenring hinten. Oder bilde ich mir das gerade nur... Oh nee, da liegt sie. Okay, ich dachte, da guckt noch einer aus der Tonne raus. Gratis Chemikalien. Stoff. Und alles, was man sonst noch so braucht. Das wäre es soweit, ne? Und wie viel Saft hat das jetzt gekostet? Naja, ich sag mal 30% mehr Saft braucht die neue Lampe. Darauf möchte ich auch noch. Auf die andere Seite kommen wir nicht wirklich rauf. Mal gucken, ob wir Glück haben. Atjom, halte ich bloß fest. Wobei, ich spring mal lieber hier über die Kante. Da hätten wir noch ein wenig höheren... Oh, oh Gott, Boden. Atjom, bitte. Wirklich jetzt? Ernsthaft? Willst du mich wahnsinnig machen? Nee, mach da. Macht einfach nicht. Hier vielleicht noch was? Nope, okay, wir hauen ab. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Eine schöne kleine Location am Wegesrand. Hier kommt er nicht hoch. Na dann hier runter, oder? Okay, psch. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Wo war jetzt nochmal der Durchgang? Ach, ist ein Übergang, stimmt. Ja, da war ja was. Haben wir dich schon? Ja, dich haben wir schon. Mit der Shot fühle ich mich gleich viel, viel sicherer. Vor allem dann im ultimativen Nahkampf. Nur wir müssen halt treffen, ne? Wir haben nur 2 Schuss, aber die kommen relativ schnell. Und das Nachladen dauert jetzt nicht so lange, dass die Waffe dadurch einen enormen Nachteil bekommt. Na, wo wollen wir runter? Hier, ja. Aber leider haben wir keinen Schlüssel gefunden. Ich gehe mal davon aus, das ist das einzige Auto, was wir selber fahren können. Doof gelaufen, ne?
Wäre ganz cool geworden. Aber wir wollen mal nicht übertreiben. Ne, unser Audi hier, unser Audi der Liebe, wäre uns sonst wahrscheinlich ziemlich böse geworden. Und das wollen wir natürlich nicht, Kater. Da ist noch ein Stückchen, ne? Das können wir uns ja noch angucken. Wenn wir schon mal hier sind, in die Richtung, in die na los, Audi. Ach, das andere Auto stresst gerade so ein bisschen, ne? Dann hier rum vielleicht. Nee, wir kommen hier gar nicht. Doch, kommen wir. Ich krieg das noch hin, dass wir uns unwiederbringlich hier irgendwie festkanten. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist denn los eigentlich? Wäre das Spiel dann vorbei? Game over? So blöd war noch nie einer zuvor. Erfolg freigeschaltet. Ich kann gerade nicht anders gucken. Schiffswrack. Und, naja, so ein anderes Schiffswrack. Da gucken wir natürlich nach. Was haben wir denn hier Feines? Ist schon leer. Genau, stimmt, vorsichtig. Die Versteckten, ne? Nicht, dass die uns wieder überraschen. Wir haben aber einen Bewegungsmelder, nicht vergessen. Aber ich glaube, die getarnten, haarigen Zombies, die würden uns dadurch nicht angezeigt werden. Die sind ja sehr, sehr still. Ich sehe hier keinen. Nein, ich sehe hier keinen. Vielleicht trotzdem mal auf die Brandmuni wechseln? Sicher ist sicher. Ich sehe hier... Doch, nee, doch nicht. Doch, nee, nee... Oh, da ist einer. Da ist einer. Hat er uns schon gewittert? Da brauche ich keine Brandmuni. Da bin ich zielsicher. Los, komm. Jetzt habe ich den Mund aber ziemlich voll genommen. Na, was machst du da? Was machst du? Oh, es sind zu viele, ne? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Schön. Alles cool. Steinchen? Willst du kein Steinchen werfen, hä? Wo die immer die Backsteine her haben. Alles cool? Ne, hier ist noch einer. Ist mein Messer ausgewählt. Messer? Noch geht anders. High Ground? Geht nicht. Was meinst du, wie ich mich da hochziehen könnte, wenn es drauf ankommt? Schön. Schön die Lage checken. Achso, jetzt piept der Bewegungsmelder. Alles klar. Mit Z konnten wir da gucken, ne? Ah, tatsächlich. Wie bei Alien. Da ist irgendwas. In die Richtung. Was ist da? Ich sehe nichts. Wahrscheinlich hier verbuddelt im Sand. Doch nicht. Oder ist das hier der olle Gargoyle? Kann das sein? Ah! Atjom! Atjom! Schön! Schön! Pumpi, du bist es. Ich dich auch. Pumpi aufladen? Brauchen wir gerade nicht. Okay. Na gut. Und das... Das war... Das Objekt, was der Bewegungsmelder gerade angezeigt hat. Schön. Wir sind also auf alles vorbereitet. So muss das sein. Halogenlampe der Liebe. Ne, hier ist nichts. Mm-mm. Das andere Schiffswrack nicht vergessen. Da ist noch eine Brandbestie. Da können wir hier so ein bisschen übermütig durch die Gegend stampfen. Weil der Bewegungsmelder wird ja dann piepen. Früher oder später. Kommen wir da überhaupt rein? Bringt uns das was? Oder ist das hier bloße Zeitverschwendung? Naja, eigentlich mache ich sowas immer gerne, auch wenn wir keinen Loot bekommen. Für die Experience, also für die ganz persönliche, nicht für die XP-Punkte. Hallo? Mm-mm, nichts weiter. Und das Stückchen bis dahin würde ich ganz gerne mit dem Auto fahren. Na hier vielleicht? Oh, wir haben Glück. Oder auch nicht. Doch, haben wir. Yay! Yeah. Oh, neues Bauteil für die Ashot, ne? Glaube ich doch mal. Ich check das gleich. Kurz durchatmen. Stickige Containerluft in die Lungen ziehen.
Aschott, Aschott, Aschott. Schwerer Griff, Griff und Handschutz aus schwerem Metall. Mit zusätzlichem Vordergriff für eine bessere Rückstoßkontrolle. Natürlich. Was hat mir hier für einen Vorteil? Gar keinen. Es wird immer nur besser und besser und besser. Ich liebe die Aschott, die ist es. Da nochmal reingucken. Schön immer auf Piepsen achten. Hallo? Da ist einer. Verflucht. Messer sind ausgewählt. Er hat uns noch nicht geortet. Und da ist auch das Piepen. Nur einer? Ist das nur einer? Den können wir umkacheln. Munition sparen. Drei sogar. Vier. Okay, renne. Renne, Artyom. Nee, noch nicht. Jetzt. Komm, 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 komm. Come on! Hey, hey, hey! Elvis has left the building! Lebt noch einer? Nee, vier Stück. Sehr schön! Klasse, ja. Weiter in die Richtung. Fahre ich in die richtige Richtung? Ja oder nein? Ja, fahre ich. Was ist mit diesem Schiffswrack? Sieht unbelootet aus. Ist das wieder ein neuer Stützpunkt von den Gegnern? Oh, weit und breit kein Schild. Und... Oh, wow, 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 wow. Stopp, 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 stopp. Rückzug, ich habe verstanden. Ein Quad. Nein. Nein. Das kann ich jetzt nicht auch noch nehmen. Ich würde sofort tauschen. Was? Warte mal. Ah. Das, also, dann ja, doch. Dann würde auch der andere Bus gehen. Bloß wir haben den Schlüssel nicht so richtig gefunden. Aber das Quad würde ich auch gerne haben. In der Hoffnung, dass wir damit auch die haarigen Zombies erledigen können. Aufs Piepen achten. Aufs Piepen achten. Wir sind jetzt hier. Okay. Die sind sogar... Nee, das ist unser Bus, der eingezeichnet ist. Alles cool, ich habe nichts gesagt. Und behauptet das Gegenteil. Ist hier vielleicht der nächste Safe Spot? Wir werden es sehen.